So, hier ein kleines weiteres Anleitungsvideo zum Thema Arbeiten mit Textverarbeitungssystemen. Es geht um die Navigation im Texten. Hier kann man also fleißig mitmachen und üben. Zunächst habe ich einen Probetext zurechtgelegt, der aus Text in 3 Seiten besteht. Schauen wir uns also an, wo der Textcursor steht. Wir können ihn mit einem Klick auf den Text an eine bestimmte Stelle holen. Zu dem Zweck brauche ich die Steuerzeichen nicht. Ja, Pfeil rechts, Pfeil links Taste bekannt. Wir können also zeichenweise nach rechts oder links springen. Pfeil oben, Pfeil unten, zeilenweise. Immer schön mitmachen. Hier sind wir. Ja, die Plus 1 Taste führt uns an, an den Zeilenanfang, die Ende-Taste an das Zeilenende. Damit sind wir also schon, was die grundlegenden Tasten betrifft, für die Navigation durch. Mit den Bildpfeil nach oben Tasten, Bildpfeil nach unten Tasten springen wir immer bildschirmweise. Das ist auch manchmal ganz hilfreich, insbesondere wenn man also nicht ganze Seiten springen will, etc. Gut, schauen wir an, was geschieht, wenn wir zusätzlich zur Cursor-Taste die Pfeil-Rechts-Taste drücken, zur Steuerungstaste die Cursor-Taste Pfeil-Rechts drücken. Da sehen wir es hier in dieser Zeile, springt unser Cursor wortweise nach rechts. Dasselbe geschieht auch mit der Pfeiltaste nach links. Also Steuerung schaltet von zeichenweise Springen auf wortweise um. Gut, was geschieht, wenn wir die Steuerungstaste gedrückt halten, während wir die Pfeil-Oben-Taste drücken? Nun haben wir es gesehen, da springt der Cursor an den Anfang des nächsten Absatzes. Ich drücke mal Pfeil-Unten und Cursor-Taste des vorigen Absatzes. Nächster Absatz, nächster Absatz, nächster Absatz. Pfeil oben, vorheriger Absatz, vorheriger Absatz, vorheriger Absatz. Das geht also sehr schön. Halten wir die Taste Steuerung gedrückt und drücken gleichzeitig die Pose 1 Taste. Springt der Cursor an den Anfang des Textes. Nun befürchten wir bei Steuerung und Ende Taste, springt er an den Ende des Textes, an das Ende des Textes und tatsächlich. Wir könnten jetzt also einfach weiterschreiben am Ende des Textes. Gut, Steuerung Plus 1, Steuerung Ende, das sind so die wesentlichen Funktionen. Mit Steuerung Bild unten springen wir also direkt auch an das Ende der entsprechenden Seite oder an den Anfang der entsprechenden Seite. Nun noch ein kleiner Tipp. Manche haben Probleme beim Markieren des Textes mit der Maus, linke Maustaste gedrückt halten und dann, ja, wo bin ich denn nun? Wer kontrollierter markieren möchte, hält zusätzlich zur Taste Steuerung, also zur Mausbewegung, noch die Umschalttaste, die Großbuchstabentaste gedrückt und kann jetzt hier sehr gezielt markieren. Also, ich stehe jetzt hier hinter Hatte, halt die Taste Steuerung gedrückt, Umschalttaste, Pfeil-Rechts-Taste, kann also wortweise rechts markieren, wortweise links. Lasse ich die Steuerungstaste los, geschieht das natürlich zeichenweise. Gehe ich nach oben auch zeilenweise nach unten. Auf diese Art und Weise kann ich also sehr leicht kontrollieren, Steuerung, Post. Steuerung Pfeil links springt an den Anfang des vorherigen Absatzes. Gehe ich eins nach unten. Jetzt möchte ich den ganzen Absatz markieren, also halte ich Umschalttaste, Steuerung und Pfeil unten. Habe ich den Absatz markiert. Nächster Absatz, nächster Absatz, nächster Absatz. Das ist ein bisschen übungsbedürftig, deswegen auf jeden Fall üben. Aber ich denke, auf diese Art und Weise kann man also sehr leicht
auch ganze Bereiche sehr schön markieren will. Man also muss man nicht mit der Maus hier irgendwelche Kapriolen vollführen, sondern kann über die Tastatur viel kontrollierter und viel genauer markieren. Übrigens, die Tastenkombination Steuerung A markiert den gesamten Text. Das sollte man auf jeden Fall noch wissen. Steuerung plus 1 und wir gelangen an den Anfang des Textes. Ja, einmal bitte ausprobieren und viel Spaß dabei, in Zukunft viel gezielter und viel schneller an die Stellen zu gelangen im Text, die man als nächstes bearbeiten möchte. In dem Sinne hoffe ich, diese kleine Anleitung hat geholfen.